Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial auf meinem Kanal. Wir machen heute das Tutorial, wie man einen automatischen Filtermechanismus baut. So, also man hat ein Lager, eine Truhe und die wird dann automatisch eingefüllt. Man hat einen Input, der ist zum Beispiel hier. Und dann kann man hier einfach als ein ganzes Inventar reinlegen. Das wird automatisch in die jeweiligen Truhen zugeteilt. Und ich zeige euch heute, wie man das macht. Zuerst müsst ihr, natürlich die grundlegenden Sachen, braucht ihr die vier Materialien und noch einen Baublock, zum Beispiel Oak Planks. Dann baut ihr zuerst hier drei Blöcke hin. Hier drauf ein Block, hier ein Block, hier ein Komparator, hier eine Redstone-Fackel, dann hier drauf ein Block und hier drauf ein Block. Hier baut ihr einen Komparator hin, hier baut ihr Redstone hin und das ist eigentlich schon das erste Modul. Jetzt braucht ihr noch einmal ein Hopper. Und am besten eine Truhe, wo das einsortiert werden muss. Ihr legt den einen Hopper hier so, müsst ihr da dran, dass der Hopper zu dem Komparator zeigt. Dann könnt ihr, je nachdem wo euer Input sein soll, ob hier drauf oder so, man kann das auch gut in Etagen machen, zum Beispiel jetzt hier sollen am Ende die Materialien rein und zusortiert werden. Kann man das ganz einfach machen, indem man dann, wenn man zum Beispiel hier die Truhe sein soll, wo das Lager reinkommt, kann man hier einen Trichter machen, hier, hier und hier. Ihr könnt das natürlich alles geordneter machen, das ist jetzt nur ein Beispiel. Und hier müsst ihr einmal die Sachen machen, die ihr einsortiert haben wollt. Zum Beispiel, ich will jetzt hier Redstone machen, dann lege ich hier 4 rein und hier lasse ich den Rest durchlaufen. Da fällt mir gerade was auf, Leute. Ah, ich habe es falsch reingelegt. Und zwar müsst ihr das hier oben reinlegen, in den Hopper, wo der zum Comparator zeigt. Hier legt ihr 4 rein und hier lasst ihr den Rest durchlaufen. Ich beschleunige das ein bisschen, bis es dann auf 18 ist. Dann müsst ihr stehen bleiben, wenn ihr alles korrekt gebaut habt. Der Rest müsste dann hier unten drin sein. Ja, und jetzt kann man zum Beispiel als Beispiel jetzt das Modul hier neben nochmal bauen. Zack, zack. Dann zack, zack und hier noch eine neue Truhe, hier das wieder ran platzieren. Wenn jetzt hier zum Beispiel, das können wir hier mit Redstone Fackeln machen, das beschleunigen wir wieder bis es auf 18 runtergelaufen ist, das haben wir jetzt hier, dann müsste der Rest hier unten ankommen. Und ja, Leute, jetzt kann ich es euch zeigen. Ich werde hier jetzt mal einfach hier mal ein bisschen einsortieren. Sagen wir mal 10 von Redstone-Fackeln und 10 Redstone-Dust. Und jetzt sortieren wir das hier ein. Das ist alles eine Hopperstraße. Und wenn wir kurz warten, bis das alles durchgelaufen ist, ist das hier getrennt. Hier sind die Redstone-Torches und hier sind die Hopper. Ah, jetzt fällt mir gerade auf, ich habe einen Fehler gemacht. Und zwar darf das Trichter werden von Redstone-Fackeln geblockt. Also wenn, so kann ja normal ein Item hier durchlaufen, wenn ich es hier reinlege, bis hier hinten. Und wenn hier aber ein Redstone-Signal ist, dann laufen die Items nicht durch. Hier, dann bleiben die drin stecken. Und da müsst ihr aufpassen mit hier. Das hätte ich jetzt machen sollen. Am besten hier so.
weil sonst wird das geblockt. So solltet ihr das am besten machen. Tut mir leid, Leute. So. Und jetzt müssten auch wieder alle, ich lege hier mal 16 Redstone rein und 16 Redstone Dust. So. Und jetzt müsste das auch schon alles so sortiert sein. Genau, hier sind die Sachen drin und hier kommt die getrennt rein. Das könnt ihr jetzt unendlich lange wiederholen. Ihr braucht halt nur die ganzen Sachen dafür. Es ist richtig einfach und komplex. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Tutorial gefallen. Falls ja, lasst unbedingt gerne ein Like und ein Abo da. Es würde mich riesig unterstützen. Und falls ich weitere Redstone-Tutorials machen soll oder andere Tutorials, dann schreibt es in die Kommentare, wo ihr Hilfe braucht. Und vielleicht kann ich euch ja helfen. Damit sage ich, ciao, Leute. Tschüss.